Die perfekte freie Trauung ist ein großer Wunsch von allen Brautpaaren, die sich für eine freie Trauung entscheiden. Und ich verrate dir heute am Ende dieses Videos meinen absoluten Geheimtipp, wie du eine wunderschöne freie Trauung erleben kannst. Und damit du aus all den Elementen, die es für eine freie Trauung gibt, eine unvergessliche Trauung kreieren kannst, musst du dir selber erstmal klar darüber werden, was dir am wichtigsten ist. Und dazu kannst du dir einfach mal die Frage stellen, was ist der Moment, auf den du dich am meisten bei der freien Trauung freust? Und was wäre ein Element, auf das du auf gar keinen Fall verzichten möchtest? Fragen, die auch genau das Gegenteil beinhalten, die können dir auch weiterhelfen. Zum Beispiel, was soll auf gar keinen Fall passieren? Was wäre so ein richtiger Graus, wo du sagst, nee, der Moment, der hat mir alles ruiniert, das hätte ich lieber nicht erleben wollen. Kann ja sein, dass du dir schon immer gewünscht hast, mit einem weißen Kleid nach vorne zu kommen, zu einem ganz besonderen Lied. Und weißt, so muss der Einzug für mich sein. Wenn du das schon mal festgelegt hast, dann kannst du viel einfacher deine freie Trauung zusammensetzen und aus den unterschiedlichen Elementen, die es so gibt, zusammensetzen. Du kennst sicherlich die vielen Blogartikel, die es da draußen gibt, wo eigentlich im Grunde genommen alle immer wieder das Ähnliche wiederholen. Das kostet einfach Zeit, sich da ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Es lohnt sich aber wirklich, in das Thema einzutauchen, mal ganz bewusst Entscheidungen zu treffen und zu wählen, was man jetzt haben möchte, denn es gibt auch diesen Moment nach der Trauung, wo du dir denkst, ach, wenn ich das gesehen hätte, das hätte ich eigentlich auch gerne noch gemacht, aber ich wusste halt gar nicht, dass es das gibt. Wenn du hier die Abkürzung nehmen möchtest, guck mal in die Videobeschreibung, ich lasse dir da einen Link. Da findest du ein Gespräch, das ich extra für Brautpaare in deiner Situation aufgenommen habe. Es ist eigentlich das Gespräch, das ich zu jedem Kennenlernen mit meinen Brautpaaren geführt habe, wo ich einen Überblick gegeben habe als freie Rednerin mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den ich mitbringe, was man bei einer freien Trauung machen kann, wie man sie aufbauen kann und wie man wunderschöne magische Momente schaffen kann. Diesen Kurs gibt es für einen ganz kleinen Preis, weil mir wichtig ist, dass ihn jeder sich leisten kann. Es ist einfach so eine tolle Basis, wenn du dich da intensiv mit befasst, kannst du deine Trauung auf ein ganz anderes Level heben. Deshalb gibt es ihn für 12,99 €. Du findest den in der Videobeschreibung. Ich glaube, dass du wirklich davon profitieren wirst. Und jetzt zum Schluss kommt noch mein Geheimtipp. Bau ein bisschen Drama in deine Trauung ein. Eine freie Trauung, die lebt ganz, ganz klar von den Emotionen. Und wenn du ein bisschen Drama einbaust, dann schaffst du damit Momente, die nicht mehr vergessen werden. Zum Beispiel meine ich damit, du könntest, bevor die Trauung losgeht, deine Blumenkinder vorwegschicken. Nicht am Ende der Trauung, sondern zu Beginn der Trauung. Mit einem Lied, das speziell dafür ausgesucht wurde. Und diese Kinder bis nach vorne zum Altar laufen lassen. Je länger der Einzug da ist, vielleicht länger als 15 Meter, desto mehr Effekt hast du. Dann kannst du, wenn das Lied zu Ende ist, ein neues Lied beginnen lassen. Also zwei Lieder für den Start auswählen. Und dann läufst du nach vorne, aber auch nicht direkt, wenn das Lied losgeht, sondern du baust auch hier wieder die Spannungskurve auf. Alle warten darauf, dass jetzt endlich die Braut kommt. Jeder möchte wissen, wie sie aussieht. Dann beginnt das Lied und es kommt aber keiner. Das ist wie im Kino bei so einem Blockbuster. Die Spannung wird aufgebaut und dann kommst du vielleicht genau mit dem Refrain heraus und schreitest wie eine Königin nach vorne. Also er wird auch nicht nach vorne gehastet und gerannt, sondern ganz bewusst, ganz langsam gegangen. Und so baust du mit ganz kleinen Dingen unheimliche Effekte auf für dich selber, weil bei dir steigt ja auch das Adrenalin und ja auch für deinen Partner. Was meinst du, wie dem die Knie schlottern und wie dem die Knie weich werden, wenn du nicht sofort beim ersten Takt zu sehen bist? Ja, was ist da los? Genau, du kannst nicht nur mit Musik und mit besonderen, du kannst nicht nur mit Musik besonderes Drama erzeugen, sondern auch mit Worten. Wenn du dir zum Beispiel mal die Frage stellst, was ist der Moment in eurer Beziehung gewesen, der dir heute noch am eindrücklichsten in Erinnerung ist, der dich am meisten bewegt hat und warum heiratest du heute genau diesen Menschen? Warum er? Warum sie? Warum kein anderer? Wenn du das in einen kurzen Text zusammenschreibst, deine Antwort, und zum Beispiel vor dem Ringtausch nochmal sagst, dann öffnest du da einen Kanal an Emotionen und das sind genau diese Momente, an die sich auch die Gäste später erinnern, an die ihr euch erinnern werdet. Es sind die Worte, die mitten ins Herz gehen und die uns da sehr berühren in unserem innersten Kern. Hoppla.
Deshalb, wenn du mehr solche Tipps haben möchtest, komm unbedingt in meinen Kurs für die Brautpaare. Es ist einfach nur eine tolle Basis, wie du deine Trauung aufbauen kannst. Und da sind halt sehr viele Erfahrungswerte mit drinnen. Dieser Kanal befindet sich im Aufbau, deshalb ist ein Like und ein Abo super hilfreich für mich. Und für die freie Trauung habe ich hier noch ein Video gemacht. Schau da unbedingt mal rein, da findest du nämlich auch nochmal richtig coole Tipps. Bis zum nächsten Mal.